Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Daisy Stand Alone. Zu zweit. Zu zweit. Und der kommt sogar den Berg recht gut hoch. Der kommt richtig gut den Berg hoch. Deswegen, also, Alter, mit dem anderen wären wir jetzt mit wahrscheinlich drei hochgequält. Ja. Gut. Was ist jetzt los? Wow! Ich weiß es nicht, aber das war genau deswegen will ich keine schnellen Autos. Genau deswegen. Okay, er bremst gerade ab ohne Ende. Na, schade. Hä, wieso? Ja, so könnte er runterrollen. Ja, ne, ich hab gerade gar nichts gemacht und der bremst. Bremst. Ach so. Ich dachte, du bist vom Gas gegangen, dass das so gesehen wie die Motorbremse war. Nee, der hat einfach so gemacht. Erstmal zurück und deine Wunden lecken. Warte, was? Na, erstmal dann auf jeden Fall irgendwie Wasser abkochen. Wir brauchen Wasserkanister, kann man das irgendwie machen? Ja klar, in dem Topf. Nein, Wasserkanister. Ich meine, das ist ein riesen Kanister, wo wir 20, 30. Achso. Ja gut, und die in Wasserkanister, den ne? Diese. Ja, den Topf erstmal abkochen und dann kannst du es umfüllen, halt in die Flaschen oder so. Vielleicht kann man da in den Topf dann auch das Milchpulver dann hinzufügen. Milch. Das wäre cool. Kannst richtig schöne Molke saugen. Das wäre echt cool. Kalle, fahr mir hier rechts runter. Nein. Was ist das hier für eine Siegfried-Kurve? Alter. Hä, die war doch gar nicht auf der Karte. Bin ich jetzt schon wieder falsch gefahren? Alter. Nee, da. Nee, so. So weit bin ich noch nicht. Okay, wir müssen jetzt so lange fahren, wie es nur geht. Jupp. Yep. Und dann ganz hinten links. Oh Gott, ist das weit. Erstmal zurücklehnen. Ja. Danach wird wieder schön säuberlich und fein sortiert. Du schaffst das. Oh. War irgendwie cool, weiß ich nicht. Nee. Dann können wir eigentlich mal die ganzen Laderreifen und den Scheiß eigentlich mal rausschmeißen, ne? Auf den ganzen Zelten. Oder erstmal die anderen Lader vielleicht rein. Oder? Ja, damit fahren wir jetzt eh nicht mehr. Ja, ich werde damit schon hin und wieder mal fahren, aber. Ja, gut. Ich brauche ja erstmal meinen roten. Erstmal muss ich den haben. Solange fahre ich dann noch mit dem blauen. Was genau fehlt denn da jetzt? Du hast doch zwei Reifen, ist doch alles da ja, jetzt, und oder? Fehlen noch zwei Reifen. Wir haben auch nicht noch ein Auto gefunden, das ist nervt mich, dass wir nicht mal ein rotes nochmal gefunden haben. Ja, jetzt finden wir einfach nur noch das Weiße hier, ey. Wie Sand bei die Meer. Na, siehst du, den einen Lader müssen wir dann noch abholen. Ach ja. Sand bei die Meer. Sand bei die Meer. Kann ruhig nochmal an eine Abschlussstelle kommen, ich will mal ein dickes NG haben. Ja. Ja, muss immer rechts und links gucken. Okay, in dem Fall ist nur rechts. Ist da rechts ein Lader? Oder gucke ich gerade falsch? Kann sein, weil hier ist irgendwo noch eine. Ja, hier ist nämlich noch eine Stelle. Ja, das ist echt einer. Ah, natürlich wirklich ein Lader. Schade. Drecksding. Na, vielleicht haben wir eine Zündkerze drin. Ja, und ja, eine Heckklappe ja. Vielleicht eine neue. Achso, Heckklappe wäre jetzt. Aber es ist nicht im Boden. Und er hat nichts drin. Doch, doch, ein Scheinwerferlicht hat er. Toll. Du bist so ein Lügner. So ein Lügner. Ich fahr weiter. Oh, hier ist eine Autobatterie. Noch siehst einer. Du? Kannst wegschmeißen. Wir haben kaum welche. Ah, okay. Ich hoffe, wir haben nichts anderes mehr. Wie du scheiß Batterien. Ja, AA-Batterien. Oh, hier ist noch eine Feldflasche und noch eine Jägerjacke. Feldflasche nehme ich mal mit, die kommt nachher ins rote Auto irgendwann mal. Jägerjacke, Achtung, wild. Negerjacke, ja. Nee. Muss schon wieder was saufen, schon wieder gelb. Ja, ich habe auch gerade. Ich freue mich so, dass ich die Pistole gefunden habe, Alter. Ich hoffe mal, der Schalt immer passt von einer Pistole da drauf. Ich habe auch nochmal so eine komische Lampe gefunden für den Helm, ne? Universal? Hm. Unigenital und so. Wollen wir den nicht abschleppen?
Das wär auch noch eigentlich cool, ne, wenn das gehen würde. Oh, ja. Ah, gut, okay. Wenn er keine Reifen hat, wäre es natürlich interessant, ne? Schleuder, schleuder, schleuder. Ja, aber wir sind hinten, so dass man den vorne hochheben kann, oder? Ja. Brauchen nur noch ein Abschleppauto. Oh, siehst du, wie sieht das eigentlich mal aus mit dem Helikopter? Was meinst du, ob es die jetzt auch gibt? Hm. Keine Ahnung. Glaub, wenn wir davon einen finden, ey. Wer traut sie als erstes? Du. Wir sind schon mal damit geflogen. Ich nicht. Oh, aber damals war, du warst dabei. Ja, okay, du warst auf jeden Fall dabei. Da. Na gut, ich weiß gar nicht, ob wir selber geflogen sind. Doch, ich hatte es mal ausprobiert. Vorrat sagen, hätte mal so eingefunden. Vielleicht dabei war ich vielleicht, ja, aber ich bin nie selber. Wo wir doch über die ganze Map geflogen sind mit dem Ehen da auf seinen eigenen damals. Wo wir dann zu den Go-Kart-Bahnen geflogen sind, all so ein Scheiß. Das war hier? Gibt's eine Go-Kart-Bahn? Oder nee, das war glaube ich noch eine andere Map. Wisst? Nee, eigentlich bin ich jetzt der Meinung, DayZ. Boah, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall einmal ein DayZ gefunden. Da war eigentlich alles dran. Da glaube ich noch Benzin gefehlt. Keine Ahnung. Hier ist auf beiden Seiten ist auch noch. Ja, er, warum lenkt er rum? Ich lenke in die andere Richtung, das sieht man. Oh, Spiel. Warum? Ich verstehe nicht, warum die das nicht hinkriegen, ey. Ich lenke nach links und er fährt nach rechts übelst. Verstehe. Diese bescheuerte Lenkung, ey. Die versaut einen so viel. Ja. Hat das Auto vielleicht gedacht, er macht gerade einen Hochstarter, deswegen konnte er nicht lenken. Naja. Bist über so einen kleinen Kiesel gefahren. Ah, das war schon wieder ein Dings, oder? 8700? Ich steig mal kurz aus, ja. Okay, 11600, genau. Vorsicht? Ja, okay. Ach nee, das war doch nur so ein kleiner Marktscheiß. Lass mal gucken, was hier noch so. Ah! Du fährst einfach weiter. Hier soll nämlich ein Dings eigentlich spawnen. Wieder so ein LKW, aber nee. Oh Gott, da bist du. So, komm rein. LKW wäre so nice. Oh, lass mal Alter. Bus in Ruhe. Wenn du dein Po mal hinhältst. Einmal Puls führen. Einmal warmer Puls. Ups. Ziemlich heißen Puls hast du. Da brennt mir die Fingerkuppe weg. Ah, geil. Warte, was? Da hat jemand einen starken Puls, kann er. Ja. Ach, fährst du gerade die ganze Zeit nur? Ich verstehe das nicht. Der sitzt es, weil ich habe Sitzheizung an. So, wir sind ja jetzt hier gerade rechts. Okay. Komplett durch. Na, du bist durch. Was? Ja. Ich finde es cool, dass die auch richtig berghoch und so. Die Karte finde ich richtig schön. Also finde ich geil. Mal gut, außer mit dem Lader. Mit dem Lader ist sie nicht geil. Es gibt ja noch ein paar Maps. Andere gibt es ja auch noch. Ja, da müssen wir bestimmt von vorne anfangen, oder? Das sowieso. Also, den Basen haben wir definitiv nicht mehr. Nee, das nicht. Ja gut, aber stimmt, unser Zeug, unser Zeug könnten wir dann wahrscheinlich noch haben. Im Inventar. Ja, Inventarzeug, ja. Ah ne, können wir nicht machen, die ganzen Autos, ey. Ne, ist so. Obwohl, die Wintermap wäre natürlich auch mal nicht schlecht. Können wir irgendwann mal machen, vielleicht nie. Ja. Rechts. Wir gehen, das ist rechts wäre ein Auto gewesen irgendwo. Achso, da sind wir schon dran vorbei. Ach so. Da stand jetzt der rote. Nee, blau. Der rote ist ganz schön selten. Traurig. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Immer deiner. Ist immer meiner. Deiner, aber nur deiner.
Der hat einen rosa einen Rucksack. Wir müssen also ja nicht mal einen finden. Wir müssen nur einfach noch ein paar Reifen finden. Ja. Oh, da war irgendwas Rotes. Nee. Ja gut, wenn wir vielleicht nochmal die ganzen Garagen da im Arm haben, die fehlen. Wir können da das blaue Auto trotzdem holen. Dann fährst du damit zurück. Ja. Wollen wir denn nochmal zu den Garagen fahren? 12.30 Uhr haben wir es jetzt. Ja, dann mache ich noch eine Aufnahme und dann... Gut. Wir müssen ja auch erstmal alles einsortieren. Au, 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 au. Warte, was? Schalten! Drifter, Drifter, Drifter! Nee, nee. Ich versuch's! Nee, bitte nicht. So, jetzt fahr ich mit dem Weißen, okay? Ja. Alter! Anhalten. Bleib stehen. Gut. Er macht das. Ach, jetzt echt? Ja. Oh, ist ja geil! Ja. Naja. Manu? Du bist bei mir wieder ins Weiß eingestiegen, kann das sein? Nein. Ich bin hier. Wo? Du bist bei mir im weißen Auto. Du bist wieder. Oh, ich kann wieder nicht aussteigen. Nee, ich kann wieder nicht aussteigen. Ja, ich bin an. Scheiße, ey. Aussteigen halten. Als ich nämlich eingestiegen bin, bist du irgendwie wieder zurückgeflogen und wieder gleichzeitig mit mir rein. Gut. Bis gleich, meine lieben Leute. So, weiter geht's. Erstmal mit dem schwarzen Bildschirm mit der roten kleinen Mini-Streife. Jetzt warte mal. Bin ich echt gespannt, weil das Auto steht ein bisschen weiter weg jetzt. Es lädt so lange. Hier, doch tatsächlich. Da stehst du, Gott sei Dank. Eigentlich wäre ich wirklich im... Naja. Wie dem auch sei. Komm schon, blaues Wunder. Ich stehe. Vorsicht. Achso, wow, der ist sogar leer. Vielleicht sollten wir wirklich uns irgendwie angewöhnen, mit zwei Autos zu fahren. Einfach da langsam. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell der hier auf schnell ist. Keine Ahnung. Ja, guck mal, der blaue geht deutlich doller ab, oder? Ja, ich gebe ja auch nicht... Ja. Ja, cool, ja, doch. Cool, ich bin jetzt schon bei 60. Doch, der blaue ist deutlich schneller. Bei 50. Alter, 75 bin ich jetzt hier gekommen auf der kleinen Strecke. Jetzt bin ich im dritten Gang. 80, 90, okay. Ich glaube, auf 90 bin ich mit dem Weißen einmal kurz gekommen. Gut, Manu, der Weiße gehört dir. Außer berghoch, dann tauschen wir. Wow. Das fühlt sich, ich weiß nicht, das. Voll wie so ein Schlachtschiff irgendwie, wieso ja, nicht? Ja, ist trotzdem geil. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist geil, das Auto. Das Vehikel. Ah, das Blaue ist deutlich schneller. Ich bin gespannt, wie schnell das Rote ist. Oh ja. So ein so kleiner Mini-Flitzer. Flitzpiepe da. Das ist bestimmt der GTI sogar, der erste. Motor aus. Ich finde das so geil, Alter, wie sich das anhört, ey. Ja, das Auto ist echt cool. Beim Hochfahren und so, das ist richtig geil. Ja. Na, schalt um. Ach, siehst du, Benzin, wie lange? Hier ist auch länger Benzin voll. Ische, Nische, Wische. So. Das Dach ist wie Heide von dem anderen, ne? Nee. Bei mir, ja. Nee. Die Leuchtfackel bleibt mal hier drinne. Die Wasserflasche bleibt hier drinne. Oh, geil. Ich habe eine Glocke von da freue ich mich total, Alter. Mal gucken, hoffentlich passen die gleichen Magazine auch von der anderen Pistole hier rein. Ich möchte keinen springen. Dir nackt ins Gesicht singen. Was? So, wir haben ganz viel Tritirin, keine Ahnung, Kram dabei. Für mich ganz wichtig. Territorium. Terrarium.
Bleibt auch mehr hier drin. Ach, das hatte ich sogar gefunden. Das ist doch ein anderes Magazin. Das hat 15 Schuss. Oh, geil, Alter. Weißt du, anstatt Glock, weißt du, wie das Ding heißt? Kok, nein, wie denn? Nein. Mlock, Mlock mit M vor. Ach, anstatt mit G. Mlock. Also, ganz ehrlich, so einen Blödsinn brauchen sie dann auch nie machen. Ist ja was. Hoffentlich passt der Schalli drauf. Der Schalli! Was? So, erstmal meinen Reifen in Sicherheit bringen. Aber eigentlich müssten wir die ja mit... Nee, nee, wenn dann bauen wir uns... Der da hinten war. Meine schönen Reifen. Nimm Sam Blut mit, ja, ne? Ja, ja, ich hab das jetzt mal mit. Ich hab das jetzt in den Schutzkasten darin, macht er den gelben nach. Trockensack? Ach so, in den Plastikkasten. Nee, 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 ja, genau. Nee, 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 nee. Doch, 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 doch. Zwei Günther-Reifen. Oh Gott, hier ist ja... Okay, ein 4x4. Ach, hier ist ja noch Platz. Ich hasse sortieren, alter Schwede, ey. Du liebst es. Hast du verstanden? Nee. Günther kennen. Oh, da hat hier was reingepackt. Oh. Was hat wer was reingepackt? Ich habe auch diese Leuchtspur-Munition. Ach so. Hab mich gerade gewundert, was das ist. Hä, hey, was ist das denn? ACP 9x19. Ach, deine Munition habe ich ja auch. Hey, 308. So, ich brauche also die 45 und die 5,56. Oh, scheiße. Den Schalter kann ich nicht mehr runternehmen von der Pistole. Der ist noch... Kacke. Aber die Funzel... So, guck mal hier ins Dings rein, in den gelben Plastikschutzdöse-Koffer, ob da irgendwas für dich dabei ist. Wir müssen unbedingt wissen, wie wir jetzt kochen. Das ist das Wichtigste für mich. So, was, wo jetzt? Hier? In den, genau. Oha. Ja. 9 mm. Löschwumme nehme ich auch mal mit. Tontaschenlampe. Eine Kiste mit 22 LR-Munition. Okay. Ja, wahrscheinlich gibt es hier neue Waffen. So, jetzt habe ich hier recht viel. Achso, ups. Hier, Manu. Moment. Das Zelt schmeiße ich dir mal hier vor die Füße. Kannst ja gucken, wo du es hinbauen willst, weil wir haben eigentlich schon viel zu viel. Was ist denn das überhaupt? Das Ergebnis hängt von den Zutaten ab. Ach, das Zelt. Okay, jetzt fülle ich meine Flasche wieder auf. Hat ja irgendwie 200 Grad das Wasser? Ist das jetzt schon gekocht?
Zelt. So. Fällt's davon einfach auf der anderen Seite. Gegenüber. Ja. So, ich habe jetzt was getrunken. Ja, ich kenne das Spiel, ich krieg das eh gleich wieder. Augenblick macht es und ich kotz. Ich kotz wieder voll ab. Und ich kotz. Im Strahl. Wieder im Strahl. Das ist genial. Freut mich sehr. Ich glaube, das hat wirklich was gebracht. Kurz rein, wieder raus. Finish. Finish. Ja, weil der Kochtopf hat angeblich noch 200 Grad. Ey, das wäre geil, wenn das jetzt so ein Bug wäre, dass wir immer die Flasche, das Wasser reinfüllen, wieder rausschütteln, fertig. Ja, ja. Siehst du, du wolltest aus Milchpulver. Probier mal aus. Ja, jetzt hast du den Topf schon leer, wa? Ja. Ja. Pack's hier mal trotzdem hier hin. Doch, es. Doch, Philipp, det mehr öf. Musst du eine Feldflasche bei dir auch noch auffüllen? Irgendeine? Bevor ich dieses Milchpulver mal versuche? Nö, nee, meine sind voll. Milchpulver kann man essen? Ja. Ja, das kannst du gar nicht in den Kochtopf reinpacken. Das ist vielleicht vorher fressen und dann noch was saufen oder so. Ich weiß nicht, ich versuche jetzt mal. Ich mache jetzt mal meine eine Wasserflasche voll und da gucke ich mal, ob ich es kombinieren kann. Nee, ist rot. Warte mal, es gibt doch Kühe. Meinst du, vielleicht kann man irgendwie Milch holen? Getrocknete Kuhmilch, bemerkenswert haltbar und sehr nahrhaft. Kann auch trocken verzehrt werden, aber macht sehr durstig. Macht okay. Aber sehr durstig so. Ja, aber Milchpulver. Tja. Komm mal rein. Nee. Haus nee, dir weg. Hey, wie kann man, mit was kann man denn das dann verbinden? Ach, warte mal, ich muss das bestimmt erstmal aufreißen, oder? Ah, ja, genau, stimmt. Das dauert so. Bei mir nicht lange. Ich bin nämlich schon wieder vergiftet. Mir geht das ja immer schön schnell. So, Antibiotikum. Das ist lächerlich. Ich becher mich. Du kriegst es ja auch nicht sofort nach jedem Husten. Das ist echt nervig. Das nervt mich wirklich schon richtig dolle. Dass ich das immer wieder sofort kriege. Ich darf kein Wasser trinken mehr, ne?
darf ich. Alter. Ah, jetzt komme ich wieder hier nicht ins Zelt rein, doch jetzt. Ihr könnt es dann mal gerne in die Kommentare schreiben, wie man hier trinken kann. Aus der Dose? Machen muss. Ja, aber irgendwas anderes muss es noch geben. Hier, nimm erstmal ein Bier. Nee. Das brennt alles weg. Ja. Ich habe gerade schon wieder Durst, erstmal eins wegzischen. Ja, genau, das ist es ja. Ich habe schon wieder. Oh. Oh, geht sogar der Hunger hoch, siehst du? Alter, Bier ist ultimativ. Ey, ja. Ja. Also keine Ahnung, ich lasse mein Wasser komplett jetzt hier. Ich brauche da eine Nische. Was heißt, brauche ich nicht? Es funktioniert nicht. Du willst es einfach nicht. Trink dein Wasser. Die Feldflaschen lasse ich jetzt auch alle hier. Wir müssen unbedingt mal gucken, wie das funktioniert. Wie man denn trinken kann. Vielleicht ist das bei dir wirklich nur gerade irgendein Bug oder so. Oder dann hat er wirklich allgemein die ganze Zeit schon so eine Krankheit, wo er zwischendurch immer so. Ja, die muss ja irgendwie weggehen. Mein Auto. Nee. Willst du jetzt mal? Hä? Garagen? Garage. Ja, glaub, das weiße Auto hast du doch gar nicht leer gemacht, oder? Nö. Das siehst du. Hast ja noch nichts gemacht, ey. Ich will die rote Motorhaube in Sicherheit bringen, eigentlich. Nicht, dass das Auto mal irgendwie despawnt. Das hatten wir ja auch schon. Oh, ich schmeiß die Bleche aus dem Ehenzelt raus. Ja. Wir bauen eh nix. Ja. Ja, noch langsamer vielleicht. Oh. Gut, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt einen Daumen rum, schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.